kleiner Moment, bitte. Ich muss geschwind ans Telefon. Ja, hallo, hier ist die Mäule. Bitte? Nein, ich bin nicht der Tom. Nein, ich bin der Ludwig. Ich bin der, wissen Sie, wie das gekommen ist? Das muss ich Ihnen jetzt mal geschwind sagen. Das war nämlich auf einem Selbstfindungsseminar, weil ich mich vermisst hatte und dann habe ich mich gesucht. Und dann, nachdem ich mich gefunden habe, habe ich den Albin, den Zettel, habe ich in die Pampa geschickt und blieb es mir der Ludwig. Jetzt geht's mir besser. Ja, bitte. Das wissen Sie schon alles? Ach was. Ja, wieso sage ich Ihnen das? Wer sind Sie? Wen? Nein, ich habe doch gesagt, ich bin nicht der Tom. Moment bitte. Entschuldigung, gibt es hier einen Tom? Tom? Ich vielleicht. Wenn Sie Tom heißen, täten Sie... Moment, gucken Sie mal, ob das der Tom ist. Ja, hier spricht der Tom. Mama, ja, so eine Überraschung. Woher hast du denn die Nummer? Und woher war... Nein, das ist gerade ganz ungünstig. Ich... Nein, Mama, Heike ist nicht da, aber danke der Nachfrage. Mir geht's prima, ganz fantastisch, könnte gar nicht besser gehen. Nein, Mama, Uta Schibulski wäre nicht die bessere Partie für mich gewesen. Uta Schibulski ist 15 Jahre älter als ich, Kugelstoßerin und lesbisch. Lesbisch, sie mag Frauen, Mama. Tut mir wirklich. Ja, Mama, ich mag auch Frauen, aber nur weil wir beide Frauen mögen, müssen wir lange nicht zusammenpassen. Mama, bitte, Heike ist eine wunderschöne, intelligente Frau, die vielleicht gerade mal etwas Veränderung braucht. Vielleicht hat sie ja eine Krise, was weiß denn ich? Nein, du musst mir nichts zu essen bringen. Mach ich, Mama. Ja, mach ich auch. Wer aufräumt? Na, ich natürlich. Wer denn sonst? Doch, Mama, ich kann das. Mama, bitte. Okay, Mama, ich geb's zu. Heike ist weg. Ja, die ist weg. Abgehauen, getürmt, durchgebrannt, weghalten. Ne? Das ist wie du willst, im Ergebnis das Gleiche. So. Ja, mir tut's auch leid. Was weiß denn ich mit dem Snowboardlehrer ab nach Südtirol? Keine Ahnung. Was meinst du denn damit? Sie war zu gut für mich. Mama, weißt du was? Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Gosch halten, ja? Es tut mir leid, ich gehe zum Sport. So. Ja. Ui. Was war jetzt? Wer war jetzt das? Ja, das war der Tom. Und das war die Mama. Und jetzt muss ich aber auf die Biene, weil der Tom, der geht zum Sport. Und wenn der zum Sport geht, dann muss ich kurbeln. Ach so, das ist schon... Du stehst mir hier im Weg. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, hier in der Beutelsmühle. Ja, ich gehe mal kurbeln, danke. Ach, danke, Kurbler. Unsere Gäste heute, Roland Beisch und Martin Luding mit ihrem Programm, oder einem Teil aus ihrem Programm, Männerabend. Später dann kommt noch ein Gast, der Bill Mockridge aus Kanada zu uns. Aber jetzt Vorhang auf für Männerabend. So. Super dumm, dass du dich entschieden hast, was für dein Body zu tun, weil als Mann hast du ja die Qual der Wahl, ob du das ganze Leben rumlaufen willst als wir Mickey Maus oder aber ob du so einen durchtrainierten Body haben willst als wie ich, ja. Und da gibt es verschiedene Methoden, die nicht alle zum Ziel führen, aber ich berate dich individual, was das Beste für dein Dip ist, ja. Okay. Ob du jetzt eher ein BBB-Dip bist. BBB? Bauch, Beine, Po, ja. Oder ob du eher ein BDS-Training brauchst. BDS? Bizeps, Trizeps, Shoulders. Oder ob du am Ende gar ein King-Kong-Dip bist.
King Kong Dip. King Kong Dip, so chinesischer Scheißdreck halt. So, jetzt würde ich sagen, stellst dich mal auf die Waage rauf, dass ich dich wiechen kann. Jawohl, da drauf. Okay. Und dann legen wir die Batschchen drauf. Dann können wir ein Körperfetteinteil messen. Was wollen Sie mich essen? Ist der Witz wohl, hä? Und dann steckt man einen Finger da rein, da kann ich den BMI überprüfen. Ah, das habe ich mal gelesen, Body Mass Index. Bist auch noch Klugscheißer, ha? Oh, das sieht gar nicht gut aus. Da müssen wir ganz von unten anfangen, da mit einem klassischen Bodybuilding. Und da habe ich das Ideale für dich, wenn du mal gerade zurücktrittst. Unsere nagelneue Multipresse, eine Hammer-Strength-Maschine, ein Top-Allrounder. Da ist all-inclusive. Wenn du mal ein Langhandeltraining machen willst, packst du da an, jawohl. Kurzhandeltraining da, ja. Wenn du eine Pressbank brauchst, einfach mal umgedreht. Und dann machst du immer hier, du, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Wenn du jetzt aber hier... Wenn du das Sixpack definieren willst, ich habe mir da noch einen Handtuchhalter integrieren lassen, ja, gehst so einfach runter und ist ganz praktisch und machst dir die Dinger drauf und machst immer... Dom, kannst du mir mal hochhelfen? Ja. Danke, danke, Dom. Und der Hammer, Dom, bei dem Teil ist noch ein Laufband integriert. So. Würde ich sagen, machen wir mal Butter bei den Fidschis. Was machen wir? Neger mit Köpfen. Fangen wir an mit einem klassischen Bodybuilding. Ja, aber soll ich mich nicht erstmal warm machen? Was willst du? Ja, mich aufwärmen. So ja. Einer bist du. Machst halt ein Aufwärmtraining bei unserem Insulaner mit. Patrize, kann die Mickey Maus mal bei dir und den Mädels mithüpfen? Lady Patrize, immer nachmachen, was der Patrize macht. Immer looky looky, immer looky looky, ja? Funky. Everybody clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. All right, man. We gotta do the basic step. To the left. Take it up now, y'all. One back this time. Right here, let's do it. Left kick, let's go. Chuck, real smooth. Danke, Mädels, wäre nicht nötig gewesen. So, Dom, jetzt eine Frage, was für ein Abo. Ein Jahresabo kriegst du schon für schlappe 1600, das kommt für dich nicht in Frage. Dom, ich sag ganz ehrlich, 5-jähriges Package, auch nicht für dich, kommt nur die Golden Lifelong Membership in Frage. Ja? Und da ist all inclusive. BBB, BDS, King Kong, Hatha Yoga, Hatha Kai Yoga. Wellness-Oase, Whirlpool, Siesta, wenn du mal Nachwuchs hast. Wir bieten ein schönes Kinderpiercing bei der Susi am Sonntag an. Solarium, brauchst ein paar Billen, fragst einen Baba. Dann, der Name ist? Tom. Der Dom mit D, nein, gell? Nein, Dom. Mit D. Dom, und du bist wohnhaft? Paradiesstraße. Mit Doppel-B, gell? Paradiesstraße. Bist du blöd, du. Und Geschlecht? Was? Geschlecht? Na. Muss gar nicht lachen, hab schon alles erlebt. Hüpfen beim Patrize bei den Mädels mit und beim Brunzen stehen sie neben mir in der Toilette. Da. Und du bist natürlich ledig. Nein, ich bin verheiratet. Oh, bist eine Ausnahme. Normalerweise kommen die Männer immer jetzt zu uns, wenn die Frau weg ist. Doch, ich sag's dir. Was ich hier Geschichten im Studio höre, du, neulich hat mir wieder einer erzählt von so einer Mickey Maus, die sitzt zu Hause und flennt. Und weißt du warum? Nee. Weil die Frau ist weg mit dem Skilehrer nach Südtirol. Danke miteinander. Ah. Oh je. Ich kann immer. So,
Boah, das war aber anstrengend, deine duperte Hand, du. Ja. Leck mich fett, das täte ich in meinem Alter nicht mehr packen. Oh. Ja. Musst auch nicht, gell? So. Hallo. Hallo, miteinander. Ich brauche mir keine Langspielplatte mehr in meinem Alter. Das ist ja. Ja. Oh. Immer wieder. Aber jetzt hast du Durst, was trinkst denn du? Ich täte ein Bier trinken. Ein Bier? Ja, nee. Hast du ein Bier? Nein, ich muss nämlich interfiefen hier. Ja. Also, inter was? Bevor mich keiner fragt, täte ich mitgehen. Der ist auch mitgegangen. Preußen werden hier schlecht behandelt. Zwei Bier von Sevilla. Von wem? Weil sie kann ja. Ja, genau. Und du, ihr spielt ja jetzt im Theaterhaus das Programm Männerabend. Ja. Dankeschön. Ja. Und wie seid ihr auf das gekommen? Wie kommt Männerabend? Habt ihr keine Frauen dort? Ja, Frauenabend hätte sich für uns jetzt nicht angeboten, ja, als zwei Männer. Ja, das verstehe ich gar nicht. Ja? Ja. Ja, ich hätte es auch allein gespielt. Ich hätte allein ja auch als Frau spielen. Ich habe gesagt, ihr wollt ja eine halbe. Ist das bei euch eine halbe? Hast du halbe? Nein, nichts, Jesus. Nein. Sparsam, oder? Nein, du bist aus Kombach, gell? Genau, freilich. Ja, man's denkt. Seht ihr diesen evangelischen Blick, seht ihr den da? Pietistisch. Ja, genau. Ja. Und du bist aber nicht von hier, oder? Nee, ganz. Ich bin Preuße. Ich bin aus Berlin. Ja, deshalb brauche ich für den Männer ihn zum Synchron übersetzen. Mich versteht der Kaisau. Doch, die stellt mir gut. Oder sag mal, ich verstehe Kaisau. Du hättest keinen verstanden. Du hättest Schlangensuche, bist du in Bäckerladen bei uns. Das verstehe ich, ich bin seit 5 Jahren Neigeschmeckter. Neigeschmeckter ist nicht ein Reigeschmeckter. Ich eigentlich über das Theaterhaus kennengelernt. Ja. Du warst doch der Caveman im Theater. Genau, ja. Ja, genau. Und Roland, bei dir war es irgendwas mit Johnny Cash, hast du mal da was gemacht? Ich hab dort geputzt. Ja. Und zwar erst mich, zuerst mich und dann. Ich habe mich sozusagen nach oben geschlagen. Nach oben. Sieht, der macht für Cash auch alles. Ja, aber, ja. Vor allem Johnny. Ja. 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 Erfolglos nach oben geschlagen. Du. Na, aber als Musiker steht ja nichts dagegen, wenn jetzt unser Hausband, die Herrn Stumpfes Zieh und Zupfkapelle, spielt. Um der Himmel. Von Neustalb, Herrn Stumpfes Zieh und Zupfkapelle. Ja. Schlagen ihre Männer. Meine Mama steht zu deiner, aber ich schlag mein schon länger. Das ist ja egal, so was gibt's normal nicht. Das ist wohl nur noch ein Klarinett. Mama lädt so was nicht. Das ist ja egal, so was gibt's normal nicht. Das ist wohl nur noch ein Klarinett. Mama lädt so was nicht. Ich finde das Banane, weil wenn die überschlagen, kann der Spätzle toll und Sahne. Das ist ja egal, egal, sowas gibt's doch alle. Das ist voll Noga und gar nicht nett, und Mama nennt sowas nicht. Das ist ja egal, egal, sowas gibt's doch alle. Das ist voll Noga und gar nicht nett, und Mama nennt sowas nicht. Mancher Mann, man geht was drum, wenn's uns den Schlager hält. Also, wenn ich dich so angucke, dann hätte ich doch glatt sagen, uns hat schon mal gegeben. Was? Wen uns? Ich meine den Menschen. Den Menschen. Aha. Das fällt dir ein, wenn du mich anguckst. Ja. Ja, weil so mit Hemd offen und oben vielleicht einigen Haaren, da wärst du der Jurassic Park schlechthin, weißt du? Ja. So quasi der Urmensch im Park, im Land der Dinos. Vielleicht fährst du. Mein lieber Albin. Weil du hast ja schon mal das Pausenzeichen vom NDR gespielt. Das weiß ich. Mein lieber Albin. Ja. Sag nicht, Albin, zu mir.
Ludwig. Ja. Ich bin ein gestandener Mann in der heutigen Zeit. Abgestanden. So wie K4 oder K5 oder wie. Caveman. Caveman hat er geheißen. Caveman. Ja. Ach so. Aha. Ja, Caveman. 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 Wenn ich denn spielen täte, hättest du dann mitmachen. Als was soll ich da mitmachen? Ja, gerade als der. Pass mal auf, Ludwig. Den Affen ist ein Albin-Spieler, gell? Nein, mit dem spiele ich nicht. Der Albin, der ist mir auch viel zu alt. Moment, ich muss geschwind, wie heute ist aber der Teufel los. Was ist denn? Bitte, wer die Wilhelma, ja? Bitte, Herr, was ist Ihnen, wer ist Ihnen, ist ein Orang-Utan entlaufen? Karle, für dich. Blöß, besser immer. Ja. Hallo. Hallo, wer? Ach, Sie sind in der Wilhelma mit einer Seniorengruppe und wollen gern zu uns zum Festbrück kommen. 20 Personen, 19 Uhr. Ja, ja, ja. Ja, das geht, so viel Platz immer noch. Ja, ja, kommen Sie ruhig. Ja, ade, bis nachher. Du sollst aber den Rentner nicht wieder deine alte Rauchfleischbrot andrehen. Letztes Mal hab ich gesehen, du der alter Weib ist oder der Zug an dem Rauchfleischbrot das Gebiss vor der King, oder? Ja, da hat er da draußen gefespert und ist stundenlang nicht satt worden. Ja. So, den hab ich gesehen, selber. Wofür? Bevor du dann weiterhin den Scheiß erzählst, kannst du jetzt hinterbei bieten, du kurbeln. Bitte, tu ich kurbeln? Ich weiß noch nicht, für wen. Für wen soll ich denn kurbeln? Unseren nächsten Gast. Unser nächster kurbeln. Gast, Bill Mockridge aus Kanada. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Hallo, Leute. Alles klar? Geht's euch gut? Ja? Macht nichts, das geht vorbei. Ja, denn ab einem gewissen Alter, da kommen die Zipperlein, oder? Ja, ich weiß, wovon ich rede. Ja. Hinten zieht's, vorne pocht's, oben hämmert's, unten tropft's. Ja. Ich hatte gerade Geburtstag. An und für sich rede ich nicht gern über mein Alter. Ändert sich sowieso jedes Jahr. Oder ich gebe gern mein Alter so ein paar Jährchen höher an. Ne? Ich höre so gern, wie von die Leute sagen, hast du den Mockridge gesehen? Hör mal, für Anfang 80 sieht der Mann aber verdammt gut aus. Aber euch kann ich sagen, also 60 bin ich geworden. Ja? Meine Geburtstagstorte sah aus wie ein Flächenbrand. Habe auch eine jede Menge Geburtstagspost bekommen. Ich habe so einen Auszug hier mitgebracht. Hier, wunderbar. Gratulationen hier, 60, zum 60. Geburtstag die besten Wünsche. Ne? Wie freundlich von den Menschen hier. Ja, wer soll eigentlich Ihre Beerdigung bezahlen? Schon ein kleiner monatlicher Beitrag von 20 Euro schenkt Ihnen das gute Gefühl, Ihre Beisetzung selbst in die Hand genommen zu haben. Herr Mockridge, entscheiden Sie heute. Morgen kann es schon zu spät sein. Ja, unverschämt, oder? Sowas. Fehlt nur noch ein Probepäckchen Friedhofserde. Oder hier, Zusatz Zahnversicherung. Für 2,50 Euro drei Zähne aus Rumänien. Wahrscheinlich gebraucht. Hier, Gutschein für kostenlose Prostata-Untersuchung. Ah, freue ich mich sehr da drauf. Hier, Probefahrt mit dem Treppenlift. Einmal rauf, einmal runter. Hier, Kombi-Ticket, Magen- und Darmspiegelung an einem Tag. Mein 60. Geburtstag, oder wie bei Karl May, unter Geiern. Ja, ist ja klar. Plötzlich fiel es mir auf, die Werbeindustrie hat doch die neue Zielgruppe entdeckt mit uns. Nee, die 60-Plus-Generation. Und sie haben der Sache einen Namen gegeben. Wisst ihr, wie die Leute ab 60 alle heißen? Nee? Ja? Best Ager. Ja, frage ich mich, wie heißen die Leute ab 80? Das sind die Rest-Ager.
Und die Leute ab 90 sind die Rest in Peace-Ager. Aber es ist an und für sich klar, dass die uns bewerben. Wir haben ja die Kohle. Unsere Generation hat die Kohle. Wir verfügen über 61% des gesamten Geldvermögens in Deutschland. Ja, ist euch das klar? Wir Senioren und Senioritas verfügen über 15 Milliarden Euro. Jeden Monat. Ja, in der Tasche. Alles in Münzen. Und wir wollen es ja ausgeben. Aber es gibt ja nichts. Verdammt nochmal, warum gibt es keine Rheuma-Unterwäsche von Gucci? Oder Treppenlifter mit 250 PS. Ja, wir fühlen uns doch alle jung und wir sind doch fit, oder? Ich meine, früher ab einem gewissen Alter, da hast du dir so einen Stock gekauft, bist durch den Park spazieren gegangen. Heute kauft man sich einen zweiten dazu und macht Nordic Walking. Hey, ich gehe auch gern auf Rockkonzerte. Ihr auch? Ja, ja eben. AC/DC, Rolling Stones, ne? Aerosmith, ja. Am liebsten Open Air, die ganze Nacht durch. Das ist doch toll. Allerdings nehme ich mittlerweile eine Heizdecke mit. Bin da aber auch nicht alleine. Nein, früher hieß es Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Heute heißt es Granu Fink, sonst Hose voll. Man darf das aber nicht übertreiben mit der Jugendwahn. Nee, es gibt Leute, die übertreiben, das ist so peinlich. Frauen so im späten Alter lassen sich liften. Ach, das ist wirklich. Ich habe eine Kollegin, die ist Mitte 60, die will aber aussehen wie Mitte 30. Oh, die geht jedes Jahr, lässt sich in der Schweiz liften, kommt dann zurück und die sieht schon jünger aus. Aber die ist immer noch Mitte 60. Also es ist so eine merkwürdige Mischung aus jung und alt. Jedes Mal, wenn sie vor mir steht, habe ich das Gefühl, sie ist so ein Mix aus Heidi Klum und Alfred Biolek. Ja, und wenn ich sie frage, hast du irgendwas machen lassen, sagt sie, nö, wie kommst du denn drauf? Leute, ich sehe das. Jedes Mal, wenn sie lacht, hebt sie kurz vorher das Bein an. Aber wir Männer sind genauso. Also Leute, viele Männer drehen auf einmal mit 60 völlig durch, rennen in die Stadt und lassen das Ohr stechen. Ja? Wie sieht das denn schon wieder aus? So ein Ohrring neben dem Hörgerät. Also, ja, oder morgens früh so im Fitnesscenter. Müsst ihr mal schauen, reinschauen. Ja? Habt ihr das gesehen? Da hängt die halbe Geriatrie in irgendwelchen Kraftgeräten mit Köpfen wie überreifen Tomaten und geben irgendwelche Geräusche von sich. Also wenn du draußen vor der Tür stehen würdest, würdest du denken, ich weiß nicht, entweder drehen die da drinnen Porno oder eine Kuh kalbt. Eins von beiden. Kein Zahn im Maul, aber hier, solche Muckis. Also bei mir, also ich fühle mich eigentlich an für sich ganz jung, obwohl ich bin manchmal so ein bisschen orientierungslos. Ich weiß nicht, ich fahre mit dem Auto los und komme nicht immer da an, wo ich ankommen soll. Dafür tauche ich dann regelmäßig dort auf, wo kein Mensch mich erwartet. Also ich fahre Auto und im Prinzip so, wie Stoiber redet. Aber dafür habe ich ein Navigationssystem jetzt. Da kann mir das nicht mehr passieren, oder? Ist das nicht die Erfindung des Jahrhunderts? Hör mal, ich habe vorne bei mir im Cockpit einen solchen Kavenzmann. Das ist ein Touchscreen Multifunction GPS 5000 XXXL International Profi Line Special. Mit diesem Ding könnte ich blind zu Jupiter fliegen. Ich benutze es allerdings, um Aldi zu finden. Klappt auch meistens ganz gut. Hey, frag ich mal früher, wie haben wir das dann früher gemacht? Hey, ohne GPS? Ich weiß, wie ich es gemacht habe. Ich hatte kein GPS, ich hatte ein GTZ. Gelbe Telefonzelle. Ich habe mich immer an der gelben Telefonzelle orientiert. Überall in der ganzen Bundesrepublik. Ja? Gelbe Telefonzelle, links 300 Meter weiter, neben dem Hundehaufen, da bist du zu Hause. Hat immer prima geklappt, jahrelang. Aber dann hat die Post über Nacht die gelben Telefonzellen überall abgebaut. Über Nacht. Plötzlich stand ich da, ich wusste überhaupt nicht mehr, wie ich nach Hause kommen sollte. Aber es ging nicht nur mir alleine so. Damals sind über 100.000 Rentner vom Einkaufen nicht mehr nach Hause gekommen. Fahren völlig orientierungslos durch die Bundesrepublik im Auto, nee, Hut auf, stur, Tempo 50 und suchen gelbe Telefonzellen. Der WDR plant jetzt eine Sendung. Rentner suchen ihr Zuhause. Ja.
wird moderiert von Jopi Hasters. Das wird ein Ding, das kann ich euch. Also, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute. Vielen Dank. Bitte. Abend. Der Bill, ich glaube, ich bin das. Das ist der Bill Mokritsch. Bitte, Bill. Der Bill, du wohnst ja in der Lindenstraße. So ist es. So, ich habe mir entschlossen, bei meiner Einkommensteuererklärung dieses Jahr habe ich meine Wohnung in der Lindenstraße als Zweitwohnsitz angegeben. Ich denke, ich kann das Ganze als doppelte Haushaltsführung absetzen. So bei der Steuer. Ja, und eigentlich kommst du aus Kanada. So ist es. So. Und wie lange schätzt es schon, dass du hier bei uns? Ich bin seit 40 Jahren in Deutschland. Deshalb kannst du so gut Deutsch. So ist es. Meine erste Sprache in Deutschland war aber Schwäbisch. Ich war in Ulm am Theater, 3 Jahre lang. Und ich habe gedacht, es ist normal zu schwätzen, wie du schwätzt. Das habe ich gedacht, das ist normal. Dann haben die in Dortmund aber glotzt. So ist es. Sobald ich in Heidelberg war, da haben die gesagt, was schwätzt du für ein Deutsch? Ne? Ja, das ist für einen Schauspieler ziemlich kompliziert. Ja. Also, wenn du da so sein oder nicht sein sagen solltest und sich, was? Sein oder nicht sein, ich bin schon da. Nicht wahr, was? Ja, wenn der Schwabe denkt, kürzer. Weißt? Ja, aber Kanada ist so ein wunderschönes Land. Wenn du ja. Viele von uns gehen nach Kanada, nicht haufenweise. Ich kann euch sagen, ich habe als Kind unheimlich gern Schnitzel gegessen. Wahnsinnig gern. Es gab bei uns zu Hause immer donnerstags war Schnitzel. Und da hat man mir gesagt, das kriegt man in Deutschland. Deutschland ist Schnitzel. Dann habe ich ein Fußballspiel gesehen, da war ich 12 Jahre alt. Da spielte in Toronto spielte ein deutscher Torwart mit. Für die Engländer war das. Der hieß Bernd Trautmann. Und es stand im Programmheft, kennst du, es stand im Programmheft, dieser Torwart, Bernd Trautmann, hätte in einem Jahr davor beim Abwehren eines Tors, sei gegen den Pfosten geknallt und hätte sich das Genick gebrochen. Und dann stand da, er sei aber wieder aufgestanden und hat 20 Minuten bis zum Schluss gespielt. Das muss ein Schwab gewesen sein. Aber dann habe ich gedacht, hör mal, wenn es ein Land gibt, wo ich jeden Tag Schnitzel kriegen kann und Leute herumlaufen mit gebrochenem Genick, also habe ich gedacht, dieses Land will ich aber einmal. Ja. Super Idee, du! Wow! Also, jetzt weiß ich, du bist eigentlich aus Kanada, über Ulm zu uns kommen, nach Deutschland. Du bist eigentlich aus Korndal und du wohnst eigentlich auf Ibiza, gell? Ja. So ja. Ist nämlich. Und dazu passt nämlich mein eben verfasstes Epopö. Oh nein. Was? Ein Epopö. Ein Epopö. Hat es mit deinem Hinterteil zu tun? Nein. Damit er das nicht ist. Im Theaterhaus denkt man, Marco, denk noch mal, lieber frei, dein Epopö ist dein etwas verarschtes Heldengedicht. Ja, dein Epopö. Bei uns heißt es was Darmhusten. Du meinst ein Eros. Nein, das ist von. Also. Epopö. Von weit her kommen viele zu uns in Meiles Miele. Sie treiben's manchmal viel zu bunt. Egal. Ihr wisst schon. Und bleibt gesund. Leck mir was da für eine sagen. Jetzt wird's Sommer krank, für die nächste Feind, wenn der Boy ist müde.